Hallo. Ich habe nach einer Weile mal wieder bei Yankee bestellt, also Patat, weil ja, ich habe Newsletter bekommen, dass da einige 25% irgendwie reduziert sind. Oder dachte ich, okay, da gucke ich mal. Dann habe ich so ein bisschen weiter rumgestöbert und habe dann so die Sommerdüfte entdeckt und da habe ich dann, glaube ich, ein paar bestellt von. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, bei der Bestellung ist nichts dabei, was ich schon hatte. Weil ich habe von jedem Tag eins genommen, um halt zu gucken, was halt gut riecht, was man eventuell nochmal nachbestellen kann. Und ja. Doch, Moment, eins ist dabei, was ich schon mal hatte. Fangen wir mal an mit Black Plum Blossom. Wäre der hier. Riecht schon mal sehr schön. Also jetzt bei meiner letzten Yankee Candle Bestellung waren ja einige bei, die... Oh doch, der riecht echt gut. Also riecht so ein bisschen süßlich, aber nicht so extrem. Leicht blumig. Also Pflaume rieche ich jetzt, glaube ich, nicht raus. Vielleicht entwickelt sich das, wenn man das anmacht. Aber da bin ich mal sehr gespannt. Das nächste wäre Citrus Tango. Ich glaube, das ist eine aus der Sommerkollektion. Ja, riecht so ein bisschen wie Klostein. Aber wer weiß, wenn man es anzündet, dann. Oder wenn es sich verteilt, dann riecht es entweder wie auf dem Bahnhofsklo. Oder es entwickelt sich noch ganz schön. Bin mal gespannt. Also, Citrus Tango. Dann habe ich Turquoise Sky bestellt. Wäre der hier. Riecht man so jetzt nicht. Ja, hat auch ein bisschen was von blauem WC-Stein. Aber ja, geht. Also ist jetzt nicht so, dass es mich umhaut. Muss man riechen, wenn sich das entfaltet. Ich bin mal gespannt. Dann habe ich einmal Champaka oder Champaka Blossom. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich das bestellt habe. Oder war es das, weil Debbie mir das gesagt hat? Ich weiß es nicht. Oh, das riecht gut. Oh, das riecht... Erinnert mich an irgendwas. So schön blumig, aber... so frisch blumig. Oh, das ist... Also, ist schon mal so dran geschnuppert. Das ist schon mal ein Favorit. Ja. Dann Midnight Jasmin. Ich meine, den hatte ich schon mal. Ich weiß es nicht. Na. Ja, geht. Ja. Hat auch so ein bisschen was von WC. Ja, mal gucken. Dann hab ich Lovely Kiku, ist wohl eine Pflanze. Mal schauen, einfach mal blind bestellt. Oh, die riecht gut. Oh, ich kann aber nicht beschreiben, wie. Oh, die gefällt mir. Ja, also ich kann nicht beschreiben, wonach es riecht, aber es riecht gut. Kommt da auf den Haufen. Dann habe ich White Gardenia. Ich weiß es nicht, ob ich den auch schon hatte. Bling. WhatsApp. Ja, riecht auch ganz gut. Also nicht so aufdringlich, so leicht blumig. Recht dezent. Aber ist auch ganz okay. Dann habe ich noch zwei. Und zwar einmal
Pink Dragon Fruit. Ich glaube, das hat mir auch Debbie empfohlen. Mal gucken. Oh, da ist er. Riecht irgendwie so fruchtig ein bisschen. Also kann ich jetzt nicht so beurteilen. Oh, ich muss. Oh. Oh. Durchs ganze Schnuppern jetzt. Oh. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Fall. Mal gucken. Dann kommen wir jetzt zu dem letzten. Das wäre Margarita Time. Also auch so ein Sommerding. Das riecht auch so ein bisschen wie Klostein, aber so ein bisschen hochwertiger. Ich weiß ja nicht, wie ein Margarita schmeckt. Also nicht die Pizza Margarita, sondern Margarita diesen Cocktail. Aber bin mal gespannt. Ja, das wäre jetzt so meine Yankee Candle Ausbeute. Ich hoffe mal, ihr konntet damit was anfangen und dann könnt ihr mal schreiben, ob ihr schon irgendwas von den Düften ausprobiert habt oder irgendwelche Empfehlungen mir geben könnt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!